Hallo, meine mordplanenden Esel aus Reiter und herzlich willkommen zurück zu weiteren Lauschig-Flauschig-Ründchen hier bei Medieval Dynasty. In der letzten Folge haben wir immer einige Quests erledigt, so ein bisschen mit dem Esel ausgeritten, haben eine Dame getroffen, die etwas komisch war. Und heute habe ich mir überlegt, wir haben ja das neue Haus, was wir bauen können, das sollten wir dann auch bauen, weil wir haben ja noch unseren hübschen Grabungsschuppen da drüben. Und den würde ich gerne dann mal in den Betrieb nehmen, weil wir brauchen noch Kupfer über die gesamte Zeit hinweg. Und ich gehe mich nur mal kurz waschen. Und da habe ich mir überlegt, dass wir halt jemanden suchen, der dann Gewinnung halt uns bringt und dass wir dann zwei Personen für den Grabungsschuppen finden. Dann bauen wir uns noch, wir haben ja jetzt dann die bronzene Spitzhacke haben wir dann und die werden wir dann auch bauen, damit die dann auch Materialien haben und dass die uns dann Kupfer liefern. Das wäre für uns ganz gut, weil mit dem Kupfer können wir dann nochmal ein paar Bronze machen und wir können mit Kupfer dann auch Materialien erstmal herstellen, die wir verkaufen können. Bald wir dann nämlich auch noch die Mine haben und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Viel habe ich wie gesagt nicht gemacht. Wir sind immer noch knapp bei 1500. Das ist ja hier, wenn du Rohstoffe machst, habe ich jetzt nichts gesammelt. Ich habe noch ein bisschen produktionsmäßig was gemacht, nochmal ein bisschen was hergestellt. Wir sind kurz vor der Näherei 2, was ganz gut ist, weil wir dann Volgan kriegen. Bringt uns erstmal noch nicht so viel, weil wir müssten erstmal hier hinkommen. Zum Pferd. 2500 Punkte. Könnte aber recht schnell erledigt werden, wenn wir dann unsere Felder dann umsiedeln. Und im nächsten Jahr müsste dann eigentlich die Punkte dann auch drinne sein. Dann würde ich sagen, wir müssen. Das ist ja unten im Skauki. Das wäre eigentlich ganz gut, dass wir dann nach Skauki mal reiten. Ich hätte mir vielleicht überlegt, dass wir über Klonika dann nach Skauki reiten. Hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch nicht so viel gesucht. Vielleicht finden wir da noch mal was. Und, denn wir haben nämlich noch die zwei Quests dort. Und zwar noch ein seltsamer Junge. Zeig mir mal, wo war das jetzt noch mal? Das war nämlich, das war aus Toya. Na gut, trotzdem über Klonika gehen wir dann nach Skauki, würde ich sagen. Und da liefern wir dann Holzstämme und Bretter ab. Ich glaube, 7 Bretter und 10 Holzstämme müssten wir dort haben. Sieben Bretter will er haben. Okay. Dann holen wir mal 7 Bretter und 10 Holzstämme. Und dann passt das Ganze. Die liefern, die packen wir bei unserem Lollek schon mal rein, dass der dann da auf jeden Fall sein. Dass er uns das auf jeden Fall schon mal mitnimmt. Die müssen wir auch noch besorgen, die Satteltaschen und Co. Und wie viel Futter hast du noch? 100 noch. Okay, pass mal auf. Hier, du kannst für 30 Kilo nehmen. Dann würde ich dir gerne das mal reinpacken. Dann hast du... Ah, du hast 31. So. Passt doch, oder? Dann schleppst du die Sachen. Ich habe einen Stamm bei mir. Und wir müssen jetzt aber erstmal noch ein Haus bauen. Ein Haus bauen. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Hier würde ich es gerne lassen. Ich würde den gerne so ein bisschen irgendwie mit Gartenfläche noch reinpacken, hatte ich mir überlegt. Ich muss kurz überlegen, wo genau ich das hübsche Häuschen hinbaue. Im Endeffekt kommt nachher hier auch nochmal so ein Haus hin. Da ist das. Im Endeffekt könnten wir hier noch so einen schönen Nachbarn hinstellen. Oder? Wartet mal, aber ich würde den gern diesmal wieder drehen. Ja, Hindernisse, die Baustelle blockiert. Manchmal wünschte ich mir, man könnte fliegen. Warte mal, von oben drauf kann ich noch ein bisschen mehr sehen, genau. Da haben wir das sumpfige Gebiet. Das Problem ist jetzt, dass hier noch das weg muss. Das hier muss dann noch weg, damit wir da dann Platz haben. Hab ich denn noch... Hier wäre eigentlich eine ideale Position noch. Ja, ich brauche mal eine Schaufel. Ich brauche mal eine Schaufel. Und mit der Schaufel können wir dann nämlich den Baumstamm nochmal wegräumen. Und da würde ich gerne das nächste Haus hinsetzen. Das brauche ich hier. Holzschaufel haben wir da. Und ich packe ich dann mal auf die 4. Ach, ist das schön.
immer wieder entspannt, einfach noch kurz vor der Arbeit dann die Aufnahmen zu machen, damit man dann einfach sagen kann, doch blöd, ich habe dann nur heute noch Freitag und dann habe ich nur noch einen Tag frei am Samstag und dann muss ich schon wieder am Sonntag los. Aber es ist nur noch bis Dienstag und dann ist erstmal langes Wochenende. So, ich würde den nämlich gern so bauen. Das war witzig, weil guck mal, so hast du ja eigentlich auch. Wobei. Die haben ja schon so schön aufgebaut. Ja, da brauche ich dich hin. So, was brauchen wir denn erstmal? Erstmal. Oh, 15 Stein. Stein brauchen wir heute eine ganze Menge, ne? Warte mal, du hast Hunger, mein Süßer. 1, 2, 3, 4, so. Warum ist das wieder weg? So. Ach, es ist gut, dass wir schon so weit von den Materialien sind, dass wir dann noch sagen können, wir haben genug. Aber warum habe ich eigentlich zwei Holzstämme bei mir? Egal. Na gut, wir nehmen mal jetzt, ich sollte mal öfters wieder wechseln. Nein, davon haben wir ja nämlich genug. Warte mal, die sind ja mal ein Kilo schwer. Ich würde sagen, wir können uns ja mal 70 Steine nehmen und dann sind wir immer noch ganz gut dabei. Ich möchte nämlich gleich auch wieder Steinwände draus machen, was ja natürlich klar ist. Und dann auch die das Dach auch wieder mit den Planken dann bauen. Das ist für mich auch ganz gut. Das sind so die Dinge, die ich gerne machen möchte. Ich möchte für die Häuser auch immer so machen, dass ein ganz kleiner Garten dazu gehört. Das ist für mich immer so, ich weiß nicht. Ach ja. Habe ich ganz vergessen. Dann muss ja erst das aufsetzen. Also brauchen wir erstmal nochmal 12 Baumstämme. Na gut, geht noch. Ich schleppe, ich habe 500.000 Steine und 30 Baumstämme, die kriege ich alle mitgeschleift in diesem hübschen Rucksack. Ach ja, und in der Seitentasche. Na gut, wie willst du es sonst machen, ne? Na, regulär wäre es cooler. Regulär wäre es cooler, du kannst halt eine Anweisung geben, du hast jemanden, der baut dann und dann hast du Leute, die schleppen. Das sind wie so im Strategiespiel. Ich finde, das wäre noch auch machen können. Das wäre auch bestimmt noch eine ganz coole Sache geworden. Und ja. Ich versuche auch, das Dorf nicht ganz so. Also sonst bin ich ja immer so einer, der so rastermäßig das macht. Das war jetzt gerade so ein Spontansetzen. Ein Problem habe ich aber. Er baut mir gleich meine Stämme rein. Ich muss eine Kleinigkeit erledigen. Ich werde mal die Stämme trotzdem erstmal bei Lolleg reinpacken. Weil wir dann daraus noch mehr machen können. So, warte mal, ich habe euch doch jetzt eingeteilt. Warum arbeitet ihr nicht? Ach so. Naja, nein, warte mal, das wollte ich gar nicht. Den Ausritt machen wir heute noch. Das auf jeden Fall, darauf freue ich mich schon. So. Ja, ihr erholt euch noch ein bisschen, ne? Ja, das kann ich verstehen. Die werden nämlich auch nochmal wegkommen. Das können wir nämlich dann alles nochmal umsortieren. Sobald das hier weg ist, und dann bauen wir die Häuser nochmal um. Und dann kann ich die auch nochmal woanders hinsetzen. Hier würde ich auch gerne noch so einreisen. So ein kleines Rondell hier so machen. Na, so in der so eine Art. So, pass mal auf. Du kommst halt hier rein und hast hier dann. Also hier oben kannst du auf jeden Fall schon mal das machen. Und das machen. So, jetzt überlege ich nur gerade. Hier könnte man sagen, machen wir auch ein Steinfenster. Hier können wir die Steinwand lassen und hier können wir auch mal die Steinwand lassen. Eigentlich ist es ganz gut sonst so aufgebaut. Finde ich schon, da könnte man so lassen. Was? Ich bin da noch wie so dekorieren. Nein, stopp mal zurück. Das und das. Die Tür lassen wir auch mal mittig diesmal. Wir müssen ja die Häuser wirklich so ein bisschen gucken, dass die auch mal unterschiedlich dann aufgebaut sind.
Das sind eine Menge Steine, die wir jetzt hier auch ein bisschen reinklöbeln. Aber das Ganze sieht dann einfach richtig, richtig schön aus. Wenn wir das Dorf dann, jeder hat ein schön großes Haus, wo sie mit ihren Familien leben können. Wir werden dann hier auch noch Kalk abbauen, dann auf jeden Fall. Dann werden wir die anderen natürlich soweit verputzen, damit wir die Brennmaterialien natürlich runterschrauben und. Das kommt dann alles noch, das machen wir aber alles ganz in Ruhe nach und nach. Ja, wie gesagt, ich hatte geguckt, wir hatten eine Menge Fisch gehabt, dadurch bin wir nochmal auf 4.100. Wir haben also 410 ganze Tage Essen da und wollen wir uns da nicht so eine Gedanken machen. Kann ich euch sagen, dass wir jetzt schon wieder keinen Stein mehr haben? Mal 6, 14, 20, 28, 28, 32, 36 Steine brauchen wir nochmal. 36, oh guck mal, die befreundeten sich alle an. 36 Steine nochmal. 36 Steine, wir brauchen 36 Steine. Und danach holen wir nochmal, ich will immer nicht zu viel jetzt mitschleppen, sonst ist das immer so ein bisschen schwieriger. Und dann brauchen wir noch die Holzstämme und dann müssen wir ja genau das Dach müssen wir auch nochmal anpassen. Ne? Eine Welt ohne Könige heißt keine Kriege, wobei Problem, ganz ehrlich, was ich da so ein Problem sehe ist, man sagt ja immer, diese Regierungsform ist doof, diese Regierungsform ist doof, diese Regierung. Ich wüsste aber gar nicht, ganz ehrlich, wenn man jetzt nur von den Menschen ausgeht, was willst du denn eigentlich von der Regierungsform wirklich machen oder sonstige Formen oder irgendwelche, willst du Menschen alle frei sein lassen? Das geht ja auch nicht, weil du hast ja dann immer welche, die trotzdem außen draußen schlagen. Ne? Also, ich bin da ganz ehrlich der Meinung, ich wüsste gar nicht. Yay! Ich wüsste gar nicht, wie man das machen könnte. Weil das Problem bei der Menschen ist, du hast immer irgendwo einen, der einen Neid hat, der immer dann irgendwo sagt, das, was der hat, das will ich auch haben. Oder. Das ist so bei uns drin, ne? Wir sind in der Sache als Menschen völlig verkommen. Dieses Verkommene bereichen wir ja an unsere Kinder weiter. Und dann gibt es dann immer die Beschwerde, warum sind die Kinder so und so? Wo ich mir dann immer denke, Leute, die Gesellschaft macht aber auch die Kinder so und so. Du kannst als Elternteil so viel Einfluss versuchen, darauf zu nehmen, wie du willst. Ich sehe es bei meinen Kindern. Jeder ist von der Art her unterschiedlich. Und das ist, der Einfluss ist einfach komplett durch die Freunde, durch die Schule, dann aber auch durch das, was mittlerweile. Du kannst ja auch den Konsum wirklich nicht verhindern mehr. Durch Internet und Co. Das ist nicht mehr verhinderbar. Ja, klar, du kannst dein Kind dann alles wegnehmen. Dann hast du aber das Problem, dass du dein Kind damit in der Schule wieder eine Menge was machst. Also ist es so. Etwas doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Holzstämme. 24 Holzstämme, ich könnte mich noch verzählt haben. 24 Holzstämme. Deswegen. Ja, ich mache solche Dinge, wie ich sie mache mittlerweile und habe auch bei der Arbeit und so. Weißt du, ich mache mein Ding und ziehe das durch. Will auch gar nicht mehr mit irgendwas hineingeraten oder sowas. Ich will meine Ruhe haben, mache meine Arbeit, gehe nach Hause, mache mein Hobby, was ich super, super gerne mache. Also YouTube ist wirklich für mich so extrem geworden, was mir wirklich richtig viel Spaß macht. Ich habe fast vergessen mitzuzählen. Und zwar drinnen sind ja auch noch mal ein paar Sachen, die wir noch nicht mitgenommen haben. Guck mal. Was ist das? Da. Muss schön auf der richtigen, im richtigen Bereich stehen, ne? So. Wisst ihr? Nee, warte mal. Das hier wollte ich, genau. Wir brauchen nochmal 1, 2, 3. 3 Baumstämme und 4, 6, 80 Bretter. 3 Baumstämme und 80 Bretter. 80. Nee, habe ich ja nicht mehr so viel da von dort jetzt. Dann muss ich dich von hier jetzt schon mal mitnehmen und damit geben wir meine Bretter jetzt aus, ne?
80 Bretter. Aber wir haben das große Haus dann fertig. Sieht aus wie so ein kleiner Krieger, wenn er noch so ein Schild hätte. Oh, ja. Entschuldigung. Manchmal kommt bei mir kommt das Kindsein immer wieder durch. Das ist auch eine Sache, die ich einfach gerne mache. Ich bleibe einfach Kind und der Rest ist mir. Du bist schon 36 und zockst noch? Ja, na klar. Was anderes ist mir auch egal. Ich würde sagen, was er wollte. Andere Leute gucken gerne. Ich gucke zwar auch ab und zu mal Serie und sowas, aber das ist nur dann und wann und nicht am Fernseher. Muss nicht zu einer bestimmten Zeit dann. Das ist auch kein Ding. Aber mein Spiel gerne. Also, das habe ich auf jeden Fall sehr gerne. Und das mache ich auch sehr gerne. Dabei die Aufnahmen. Das Witzige ist, ich quatsche ja trotzdem, selbst wenn ich nicht eine Aufnahme mache, irgendwas mal nebenbei dann spiele oder so, ich quatsche ja trotzdem vor mir hin, ey, das ist. Das ist einfach was ich wirklich gerne mache. Quatschen. Auch wenn es doof quatschen ist, aber quatschen macht quatschen und das Quatschen ist quatschig. Entschuldigung. So, und dann reiten wir gleich los, also dann haben wir ja das Haus gebaut. Dann reiten wir gleich los, suchen uns zwei neue Bewohner, die für die Gewinnung sind. Am besten mit 3 Punkten. Das Schöne ist, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass wir gucken können. Ne? Das ist das Gute. Und genau. Das werden wir dann noch tun. So. Noch das Letzte und dann haben wir es geschafft. Dann steht das Haus. Wenn wir so später alle Häuser nach und nach abreißen, das wird dann auch nochmal interessant werden. Blam, blam. So. So. Wow. Irgendwie sieht es gut aus. Ach, guck mal, ist auch richtig schön geräumig. Hier hast du auch wesentlich mehr Plätze wahrscheinlich, um was zu machen. Was mir nur ein bisschen schade finde, ist. Guck mal, wie viele Punkte du hast. Du hast ja hier 5 Slots, ne? Hast du drüben auch 5 Slots? Hast du hier auch 5 Slots? Ne, hier hast du nur 4 Slots. Also je größer, desto mehr Slots hast du auch. In meiner kleinen Hütte hast du dann wahrscheinlich nur noch 3 Slots. Und in der da. Was ich gerne mal wissen wollen würde. Das ist ja klar, aber kann ich hier nicht. Ging das hier nicht irgendwie? Warte mal, wie war denn das? Hä, warte mal, du konntest doch den umbauen, oder? Wie ging denn das nochmal? Also ich weiß, hier drüben hatten wir das gemacht. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich es geschafft hatte, dass wir den gemacht haben, wie wir das gemacht haben. Muss ich dann hier? Achso, warte mal. Also den brauche ich auf jeden Fall. Okay, das ist so. Aber warum kann ich? Warum kann ich denn das jetzt auf einmal nicht mehr machen? Ich konnte doch die Feuerstelle noch bearbeiten, oder? Also das ist noch alles möglich, aber da auch. Aber ich habe ein Problemchen. Ich krieg den nicht mehr umgemodelt. Ich weiß, es ging doch noch. Okay, da brauche ich eure Hilfe nochmal, falls ihr das nochmal wisst. Oder ich muss nochmal nachgucken, wie ich das gemacht habe. Bei einer Folge war das. Das muss ich nochmal gucken. Aber. Wir haben die Sachen zusammen. Und ich würde sagen. Ach so, warte mal. Ich habe ja auch ein bisschen mir das schwierig gemacht, oder? Mit den Dingern hier. Da ist es. Ich muss das gedrückt halten. Ton und Eisenbarren, das brauche ich. Eisenbarren?
Ton, 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 Ton. Wir brauchen Ton. Wenn wir demnächst unterwegs mal sind, ob wir mal ein bisschen Ton finden. Das wäre was Schönes. So, pass auf. Wir gehen über Klonika. Wir werden jetzt mal losreiten. Ne? Wir gehen jetzt über Klonika. 20 Minuten. Machen wir trotzdem. Über Klonika gehen wir jetzt. Na, guck mal hier. Immer wieder mitnehmen. Wir brauchen den Dünger. Das ist ganz wichtig. Aber die machen trotzdem nichts, ne? Ich habe das eingestellt, aber die machen nichts. Oh, ich habe 20 Bretter jetzt dabei. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Nee, warte mal. Behalt sie bei dir. Ja, ja, behalt die bei dir. So, mein Digga. Dann lass uns mal losreiten. Noch immer noch nichts. 12 Uhr, Verwaltung, und die gehen nicht an die Felder. Oh, warte mal. Die haben wieder keine Werkzeuge mehr. Was? Verdammt. Naja, muss ich nochmal nachrichten. Ja, hier wird es auch schön werden. Wir müssen jetzt halt natürlich gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt schon wieder irgendwelchen Wölfen dann reinratten. Und ja, das ist kein Husten so direkt. Das ist bei mir, wenn ich viel im Kopf habe, viel um die Ohren, dann habe ich dieses Problem mit der Lunge und mit dem Hals dann. Und das kriege ich dann immer sehr schwer los. Warte mal, ich muss mal gucken, dass ich da kurz ein Mikro müde bin, ich ja da. Ja, ich hoffe, dass sich das ein bisschen jetzt beruhigt. Oh, guck mal da. Bist du ein bisschen durch die Gegend reiten, bringt ja auch was, ne? Wir nehmen so ein bisschen was mit. Wir brauchen Geld. Geld, 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 Geld. Ein Roggenbier. Jo, kann man gut verkaufen. So als Fleisch können wir uns für uns mitnehmen. Ist ein Stein. Ein Eisenmesser. Nee, eine Steinaxt kannst du behalten. Naja, so viel ist jetzt leider doch nicht, wie ich gehofft habe. Wir hätten noch ein bisschen Brennholz. Müsste ich jetzt aber mitschleppen. Nee, nee, lass mal. Nee, nee. Wie, ich trage zu viel. Achso, mein Ese trägt ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Ja, ja. Move on. Let's fetch. Müssen wir aufpassen. Wie was mein Lolek nichts passiert. Ich weiß, dass man Tiere auch verlieren kann. Wenn sie zu viel Schaden oder ähnliches bekommen, dann kannst du sie ja nun mal auch verlieren. Wir gucken hier als erstes schon mal, ob wir jemanden finden, der relevant wäre für uns. Wobei, hier machen wir das so, wir sind hierher geritten und nach drüben für das Abliefern. Da würde ich dann mit dem Fuhrmann fahren. Kostet uns zwar wieder ein bisschen Geld, aber meine Freunde, das ist mir egal. Denn ich werde das sonst von der Zeit her wieder nicht schaffen. Wir sind bei 23 Minuten. Ich muss dann zurück hier hin. Da muss ich nochmal ein paar Sachen aufbauen. Dann nehme ich lieber den Fuhrmann und das wird uns ein bisschen Geld kosten. Aber wir können ja dann nämlich anfangen zu produzieren ordentlich. Und das ist halt ganz wichtig. Ich musste mich nicht wundern. Es kann nicht sein, dass es vom Tonlage wieder anders ist, weil ich mich umsetzen musste. So, die Damen. Okay, wir haben wir jetzt nur Damen. Du hast Jagd und Landwirtschaft. Gewinnung 2, Gewinnung 2, Gewinnung 2, Gewinnung 1. Ihr seid alle nicht sehr interessant für mich. Habe ich ja noch was? Ich habe Überlebende 3, die Kräuterkundler. Und er ist ein Holzfäller. Zigmunter ist eine Landwirtin, hat eine 2. Warte. Landwirt habe ich doch eine Dame auf 3. Filiberta. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung und wir sehen uns dort. So, pass mal auf. Zigmunter wird jetzt das Ding wechseln. Wo haben wir dich denn? Grabungsschuppen hinsetzen. Zack.
Und jetzt haben wir Filiberta. Als allererstes kriegst du natürlich noch einen Häusler. Und dann wirst du Landwirt werden. Flapp. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. So, damit haben wir das. So, jetzt hüpfen wir wieder zu unserem hübschen Iselchen. Warte mal, lass uns mal. Genau, wir können ja mal kurz. Wir haben ja schönes Salzfleisch. Salzfleisch entzieht ja leider mal ein bisschen Wasser. So, und dann trinkt man nämlich nochmal was. Dann haben wir was gefuttert. Dann haben wir uns gewässert. Und dann reisen wir nämlich nochmal nach da hinten. Aber erst müssen wir mal gleich zu unserem Lolleck. Und die Ware nochmal austauschen. Tauschen wir nochmal die Ware aus. Und dann hat sich das Ganze. Hey, mein Süßer. Nee, warte. Ich brauche nur das. Weiß mal, ob ich brauche. Warum hat denn der 11 Holzstämme eigentlich? Und dann kannst du mir 13 Bretter reinpacken. Sehr schön. Genau, 10 und 7 haben wir da und wir reisen jetzt nach Skauki. Brauche eine Mitfahrgelegenheit nach Skauki. Dann mal los. Ist für mich jetzt ein bisschen. Wir müssen den Abenteuer auch nochmal suchen, dass wir da runter reisen, ganz normal über die Gebiete. Aber. Das müssen wir dann und wann gucken, ne? So. Oh, für dich ist schon Feierabend hier, oder was? Hey, Wojciech. Gib mir mal deine Ware. Bronzebolzen. Pass mal auf, ich habe hier ein neues Messer. Das kann ich dir mal geben. Ich brauche ein bisschen Geld, brauchen wir ja. Hier habe ich jetzt nichts weiter, nichts weiter. Doch, warte mal, noch ein bisschen Roggenbier. Da kriegen wir zumindest unsere Reisekosten wieder rein. Wie gesagt, das ist jetzt gerade so ein bisschen, ich würde die dann auch einmal ein bisschen farmen lassen, ein, zwei Tage, die dann, dass sie mir Kupfer besorgen. Dann würde ich dann mal wieder, weiß ja nicht, Materialien oder sowas machen. Das schaue ich dann mal. Ah, da ist er. Hey, Himislav. Dieser Geruch nach frischem Harz. Du musst mit meinen Materialien zurückkommen. Endlich kann ich mich an diesem neuen Handwerk versuchen. Ist mir ein Vergnügen. Du hast mich mit deiner Begeisterung angesteckt. Das war viel zu tragen. Die Holzstämme sind nicht leicht, glaub mir. Er trägt aber 10 Stück in der Hosentasche. Es wird dir gut tun, etwas Neues zu versuchen. Ich beschäftige mich auch mit einer Menge unterschiedlichen Arbeiten. Ist mir ein Vergnügen. Du hast mich mit deiner Begeisterung angesteckt. Danke, ich hätte sie nicht alleine sammeln können. Das ermöglicht mir einen guten Start. Aber es gibt da noch einen Gefallen, um den ich dich jetzt bitten muss. Jetzt, da ich die Materialien habe, brauche ich auch gute Werkzeuge. Puh, einen Moment lang dachte ich, du brauchst vielleicht 1000 Holzstämme für eine Palisade. Das ist ein Witz aus dem anderen Spiel. Das sollte kein Problem sein. Was brauchst du? Das sollte kein Problem. Nimm meine Ersatzschaufel und Spitzhacke, bring sie Tolislava aus Piastovia und tausche sie gegen ein paar Holzbearbeitungswerkzeuge ein. Sie wird sicher eine gute Axt und einen Hammer für Anfänger haben. Gut, ich werde dir einen Besuch abstatten. Ich kann dich nicht ohne Werkzeug lassen, ich werde sie dir beschaffen. Hoffen wir, dass es für einen Tauschhandel reicht. Gut, ich werde dir einen Besuch abstatten. Okay, wie sollen die dann wieder wegbringen? Naja, okay, das mache ich jetzt nicht heute noch. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt suche ich mir mal hier die Damen und Herren raus. Wo sitzen die denn hier eigentlich? Ja, finde ich auch. Wo sitzen die denn hier? Das überlege ich gerade. Die müssen doch auch ein paar Bewohner haben. Sitzen die da oben? Hallo? Warum können die eigentlich... Früher konnte man doch, du hast ja jetzt immer diesen Stein und Fundament, ne? Genau. Und früher konntest du dieses Fundament bauen. Früher konntest du dieses Fundament bauen. Warum geht das nicht mehr? Warum kannst du dieses Fundament nicht mehr bauen? Das frage ich mich gerade. Aber guck mal, die haben das auch hier wieder. Du hast hier dieses Fundament. Ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass das geht. Das ist möglich. Es ging damals. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wie das ging. Ich habe auch nichts gefunden gehabt. Ne? Deswegen, also ich wollte ja mir diesbezüglich ein bisschen umschauen.
Aber ich habe diesbezüglich gewonnen. Ich weiß, dass diese Holzfundamente funktioniert haben. Ja, hüpf hier rum. Wir haben kein Jump'n'Run, mein Kleiner. Du solltest schon mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ich suche jetzt aber gerade die Damen und... Ach, da hinten sind sie. Da so ein bisschen außerhalb. Das ist ja auch gemein, oder? Die gehören halt nicht dazu. Darf man immer nicht vergessen. Hallöche, meine Hübschen. Ich brauche einen netten Mann, der gut in der Gewinnung ist. Du bist es nicht. Oh nee, come on. Oh, da ist noch einer gut in der Gewinnung. Da ist noch eine Dame. Noch eine Dame, die gut in der Gewinnung ist. Was bringt mir denn das, wenn ich noch eine Dame reinhole? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ich brauche einen Herrn. Okay, pass auf. Wir gehen doch nochmal nach dorthin. Das kostet halt alles jetzt gerade ein bisschen Geld. Ist jetzt gerade in dem Sinne so. Du, pass mal auf, netter Fuhrmann. Ich muss nach Piastovia. Dann mal los. So kann ich gleichzeitig auch nochmal die Sachen holen. Wenn nicht, könnte man ja auch gucken, dass ich mir die Sachen selber herstelle und das Geld dann sozusagen nehme. Wisst ihr, was ich meine? Kann das Geld ja behalten und stelle die Sachen selber her. Hey! Willkommen! Was bringt dich zu mir? Der Bergarbeiter Himislav aus Gauki möchte das Zimmererhandwerk erlernen. Er hat mir seine Spitzhacke und Schaufel gegeben, um sie gegen das richtige Werkzeug dafür zu tauschen. Warum sollte er das tun? Auch in Skauke gibt es gute Handwerker. Davon abgesehen braucht er keine ausgefeilten Werkzeuge. Meine Lehrlinge beginnen immer mit Holzhämmern und einfachen Äxten. Es kommt nicht auf das Werkzeug an, sondern auf die Präzision der Hand, die es hält. Kannst du mir trotzdem ein paar Werkzeuge geben? Ich will nicht mit leeren Händen zurückkommen. Wenn das so ist, mache ich ihm die Werkzeuge selbst. Und wenn das so ist... Eine weise Entscheidung. Bessere könnte ich ihm auch nicht anbieten. Was hast du mit einer Schaufel und Spitzhacke vor? Du kannst sie haben. Er wollte sie ohnehin loswerden. Nachdem ich sie nicht eintauschen musste, werde ich sie ihm zurückgeben. Du kannst sie haben. Ich werde eine gute Verwendung dafür finden. Fast jeder Gegenstand ist Material und kann verwendet werden. Ich hasse es, wenn etwas verschwendet wird. Selbst Zeit. Also werde ich nicht mehr von deiner verschwenden. Wünsche Himislav viel Erfolg bei seiner neuen Arbeit von mir. Danke, mach's gut. So, wir sollen hier mal einen Holzhammer und eine Steinaxt bauen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Moment mal, ich bin gleich wieder da. So, dann machen wir mal weiter. Wir wollten noch hier gucken nach dem Doppelwunder, ne? Ich habe mich erlaubt. Nee, nicht ganz. Jetzt weiß ich wieder. Ich habe auch schön gemacht hier, so mit der Idee, mit der Marktmitte und so. Das müssen wir uns auch dann noch alles überlegen. Das bauen wir uns auch noch alles auf und machen uns auch so eine schöne Marktmitte dann irgendwas und so. Das kriegen wir noch alles hin. Aber auch noch einen netten Herrn, der gut in der Bergarbeit ist. Das wäre ganz fein. Ich glaube nicht. Ich habe zwar schon einen Holzfäller. Oder jemanden, der gut im Überleben ist. Ja, toll. Du musst es jetzt sein, Domratsch. Okay, weißt du was? Ich gebe mich auch damit zufrieden. Du kannst auch Großes bewirken. Du kannst auch Großes bewirken. Erstmal gehst du da rein und dann wirst du Bergarbeiter. So. Also mal, kann ich auch? Geht das? Entschuldigung. Das ist mit mir durchgegangen. Ja, da musst du auch gleich lachen, wa? Dass ich wieder sowas Doofes mache. Hä? Ist der so weit? Nee, warte, hä? Warum kommen denn jetzt drei Leute? Zwei, drei. Warum habe ich jetzt drei Leute, die da hinlaufen? Na egal. Wir machen uns jetzt zurück und bereiten noch ein paar... Nee, warte mal. Spitzhacken habe ich, glaube ich, schon vorbereitet. Ich glaube, ich muss wirklich nur festlegen, was wir... Nee, doch nicht. Habe ich nicht.
Aber wir können jetzt mal gucken. Wie viel Kupfer könnt ihr mir dann am Tag liefern? Ja. 24. Hört sich gut an. Und Ton? Dafür brauchen wir eine Schaufel. Ach so, siehst du? Wo wir dafür eine Schaufel brauchen, aber da eine Spitzhacke haben wir. Aber wir könnten 3 Ton am Tag noch fertig machen. Gut, dann müssen wir dann noch Schaufel machen. Wir werden trotzdem... Da war ich aber, ne? Ja. Ich überlege gerade, aber ja, da war ich schon. Da muss ich gewesen sein. Die dürften ja kein neues Gebäude auf einmal hierher zaubern, ne? Genau, das war mit diesem Keller hier drin. Ja. Ja, Lollek amüsiert sich köstlich über mich. Das ist wieder mal typisch. Genau, wir brauchen jetzt die Spitzhacken, wir machen noch die Schaufel, machen wir schön aus Bronze, dann können wir uns diese Sachen bringen. Wir können auch mal ein paar Punkte herstellen. Ich glaube, dann stellen wir nämlich auch die Näherei fertig. Dann stellen wir auch die Näherei dann fertig. Dann können wir in der nächsten Folge noch die Näherei dann aufwerten. Oh ja. Das wird schon drollig. Die Plantage muss ich dann demnächst irgendwann nochmal wegmachen. Die stört mich so ein bisschen. Die kommt auch woanders hin. So, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Eigentlich eine ganz anschauliche Runde, ja? Was ich mich nur frage, ist, damals war ein Bug gewesen. Habe ich die nicht schon eingesammelt? Habt ihr doch schon eingesammelt, oder? Oh yeah. Nochmal 12 Tonnen. Aber wir beschweren uns nicht, ne? Denn wir haben jetzt schon wieder sozusagen 22 Dünger da. So ein verdammtes Kratzen im Hals. Das gibt's doch nicht. Weil die haben hier nicht... Ah ja. Nicht weitergemacht. Warum wohl auch, ne? Du, mein Süßer. Du hast noch, glaube ich, was in deiner Satteltasche. Gib mir mal die Bretter. Gib mir mal den Stamm. Dann kannst du dich wieder ein bisschen mehr entspannen. Das ist schön, dass du hier hingehörst. Das freut mich, dass du das so siehst. Das ist immer ganz wichtig. So, pass auf. Wir haben noch Bretter rein mit dir. Und Holzstämme rein mit dir. Ansonsten würde ich sagen, wir nehmen uns mal 20 Bronzebarren. Und nehmen uns mal 10 Holzstämme. Das nehmen wir uns mal mit. Und dann errichten wir mal schon dafür den Grabungsschuppen, dass der länger durchhält. So, pass mal auf. Bronze, Spitzhacke. So, wir machen mal 5 Bronze-Spitzhacken. Einfach noch so, dass wir ein bisschen was an Material herstellen. Damit wir dann auch das für die da haben. Und danach gucken wir mal, dass wir noch die Schaufel machen. Dann haben wir ja einiges. Kann man das auch so machen? Ne, hier kannst du zum Beispiel nicht ausschalten. Wenn du, du kannst H nicht drücken während deiner aktiven Tätigkeit. Schade, Marmelade. Der letzte Klapper war ein bisschen so, oh, ich kann nicht mehr. So, was kostet das hier? Aber die kosten... 2 Holzstämme. Okay, na klar, warte mal. Näherei 2 ist freigeschaltet, meine Damen und Herren. Guck mal hier. Wir sind bei 754. Als nächstes brauchen wir die 1500.
Aber wir sind jetzt sozusagen im Wollbereich oder reine Page-Stiefel. Die bringen uns natürlich auch gut Geld. Hier hätten wir auch nochmal gut Geld. Ja, aber die Satteltasche wäre auch gut. Ja, Satteltasche sieht sehr gut aus. Dann könnte man nämlich noch mehr mit unserem Lolek tragen. Das wäre natürlich ultimativ passend. Wir machen mal noch 5 Stämmchen und dann machen wir uns aber noch 5 Schaufeln und dann können wir in der nächsten Folge die Näherei machen. Und ich werde gucken, dass ich vielleicht 1-2 Tage das mal laufen lasse, dass wir ein bisschen Ton und Co. kriegen. Und ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen Holz oder so suchen. Oder ich lasse es einfach durchlaufen. Ist auch mal ganz entspannt, dass die einfach ihre Sachen machen. Und ich mache dann eigentlich mal gar nichts oder so. Und aus dem ganzen Kupfer dann, was die nämlich sammeln, aus dem stellen wir dann Werkzeuge her. Davon nehmen wir das teuerste. Und das verkaufen wir erstmal. Dann machen wir so, wenn wir jetzt so lange erstmal das haben, wenn wir erstmal ganz viel Kupferwerkzeug dann daraus herstellen und dann werden wir mal eine kleine Verkaufsrunde starten, damit wir ein bisschen Geld wieder reinkriegen. Ne? Also du hast ja hier dann Kupferwerkzeuge, der bringt einen 100 190, guck mal, der kostet zwar 4 Barren, der kostet nur 2. Müsste man sich ausrechnen, das vom Preis her, guck mal, der bringt nicht das Doppelte ein, obwohl er mehr von der Preis her die Ware verbraucht. Der bringt 190, kostet noch mehr, damit ist der hier gar nichts wert. Der kostet einen Stock 2 Barren, der bringt 100, der bringt 100, aber der ist leichter zu tragen. Der bringt 100 und der bringt auch nur 100. Also ist am besten eigentlich ein Messer zu bauen. Mehrere Messer bauen, weil die bringen uns dann mit 100, aber nur 0,5 Gewicht. Weil die aber nur 2 Kupfer und einen Stock verbrauchen, was am leichtesten zu erfarmen ist. Der ist zu teuer und die bringen mir nichts. Ne, Bronze nachher, glaube ich, ist dasselbe. Na, guck mal, der kostet einen Bronze machen, bringt aber 320. Aber hier müsste man mehr gucken. Das kostet 2 Bronze, bringt aber 603. Nee, das ist schon wieder das Doppelte. Das ist schon wieder im Endeffekt das Doppelte. Und guck mal, da kriegst du nämlich 640 und der bringt nur 630. Und der kostet aber nur einen Stock und der kostet nämlich einen Holzstamm. Also es ist am sinnvollsten, nachher wenigstens über die Messer dann zu gehen, weil du da nämlich nur ein Stückchen verbrauchst. Ja. Ist leider so. Aber für heute war es es dann auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir die Näherei 2 auf jeden Fall fertig. Gucken wir, dass ich bis dato einiges an Material hergestellt habe. Und dann machen wir noch eine kleine Verkaufsrunde. Und dann brauchen wir noch einen Holzhammer, eine Steinaxt, die wir an Himislav dann sozusagen abliefern werden. Werden wir auf jeden Fall tun. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!